Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wollen wir dir die 5 schönsten Sehenswürdigkeiten in Stuttgart vorstellen. Starten wir mit der prachtvollsten Sehenswürdigkeit in Stuttgart, dem neuen Schloss der einstigen Residenz der württembergischen Herzöge und Könige. Geprägt ist es von verschiedenen Epochen und Stilen wie dem Barock, dem Rokoko und dem Klassizismus. Als Vorbild galt hier das Schloss Versailles. Heute dient es der Landesregierung für Verwaltungs- und Repräsentationszwecke. Das Innere des neuen Schlosses kannst du nur im Rahmen von Sonderführungen entdecken. Informationen dazu findest du auf der Website der Schlossverwaltung Ludwigsburg. Der 217 Meter hohe Stuttgarter Fernsehturm war weltweit der erste Fernsehturm aus Stahlbeton. Noch besonderer macht ihn, dass er eine Aussichtsplattform und ein Restaurant besitzt. Bei gutem Wetter kannst du vom Korb des Turms bis zur Schwäbischen Alb blicken. Wenn du Lust hast, kannst du auch an einer Führung durch den Turm vom Fundament bis in die Aussichtsplattform teilnehmen und viele interessante Fakten über ihn erfahren. Kommen wir nun zum Schloss Solitü, welches als die anspruchsvollste und wohl auch persönlichste Schöpfung von Herzog Karl Eugen gilt. Die Räume des Schlosses im Stil des späten Rokoko und frühen Klassizismus sind teils erhalten geblieben. Entdecken kannst du zum Beispiel den charmanten Mittelpavillon mit dem reich verzierten Prunkräumen und den weißen Saal unter der Kuppel. Auf der Kuppel gibt es zudem eine Aussichtsplattform, die dir einen tollen Ausblick bietet. Eine der ältesten Sehenswürdigkeiten Stuttgarts ist die Stiftskirche. Sie ist im 10. oder 11. Jahrhundert entstanden und wurde schon mehrmals umgebaut, erweitert und aufgebaut. Besonders auffällig sind ihre beiden ungleichen Türme, die sie auch zu einem der Wahrzeichen der Stadt machen. Im schönen Inneren der Kirche kannst du unter anderem Grafenstandbilder, eine Missionspforte und den Schutzmantel Christus entdecken. Die letzte Sehenswürdigkeit, die wir dir vorstellen wollen, ist das Mausoleum auf dem Württemberg. Der württembergische König Wilhelm I. ließ es für seine viel zu früh verstorbene Frau bauen. Deshalb steht über dem Haupteingang die hingabungsvolle Inschrift: Die Liebe höret nimmer auf. Die Grabkapelle ist von Anfang April bis Ende November für Besichtigungen geöffnet und besticht auch mit ihrer Lage inmitten der Weinberge und dem Ausblick über das schöne Neckartal. Das war's mit den 5 schönsten Sehenswürdigkeiten in Stuttgart. Wir hoffen, dir hat unser Video gefallen. Noch mehr tolle Tipps für Stuttgart und andere Orte kannst du auf unserem Blog entdecken. Den Link dazu und auch zu unseren anderen Social-Media-Kanälen findest du in der Videobeschreibung.